An. Ja, hallo, ich heiße Pia, ich bin glücklich, Sie hier begrüßen zu können. Und zwar möchte ich Sie begrüßen zur Pressekonferenz mit dem Co-Präsidenten der Grünen Eva-Fraktion bei Krams, Philipp Lambert. Und das Hauptthema heute lautet die Debatte zum Ergebnis des Referendums im Vereinigten Königreich. Und wir werden über die Verhandlungen sprechen, die vor der Tür stehen. Wer wird verhandeln? Und wir möchten auch über das Vereinigte Königreich sprechen, denn da sollte die Körperschaftssteuer auf 15% gesenkt werden. Und dann sprechen wir über die Abstimmung vom Donnerstag. Da geht es um das Ergebnis des Taxe-Ausschusses. Und danach bin ich gerne bereit, Fragen entgegenzunehmen. Aber zuerst einmal Rebecca Harms. Ja, wir haben eine Situation, die wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen hinziehen. Ich glaube, die Europäische Union mit ihren Institutionen, dazu gehört auch das Europäische Parlament, wird noch eine Weile brauchen, bis wir uns wirklich verständigen, was in Großbritannien passiert ist, wie das mit uns zu tun hat und wie wir zu einem besseren Vorgehen und erfolgreicheren Kampagnen für die europäische Politik kommen können, als wir das in Großbritannien erlebt haben. Und ich habe das ja schon im Plenum gesagt. Ich glaube, dass man weiterhin mit zwei Seiten umgehen muss, in vielerlei Hinsicht mit zwei Seiten. Einerseits ist es klar, der Brexit wurde entschieden und wir warten jetzt auf die britische Regierung, auf die neue britische Regierung und ein wahrscheinlich dann auch anders zusammengesetztes britisches Parlament aufzugreifen, was die Volksbefragung ergeben hat. Wir finden als grüne Fraktion es unbedingt richtig, dass die Europäische Kommission und die europäischen Institutionen da nicht nur warten, sondern sich auch vorbereiten und deutlich machen, dass es in den Verhandlungen, wenn sie denn starten, nicht nur um die Interessen Großbritanniens geht, sondern dass es da auch um Interessen und um europäisches Recht geht, das verteidigt werden muss. Gleichzeitig, und wir haben uns da auch schon in der letzten Woche dazu geäußert, glauben wir, dass man sich auch mit dem auseinandersetzen muss, was es an positiven Neuentdeckungen in Sachen Europäische Union in Großbritannien gibt. Also wenn es denn nun mal so ist, dass die Bekenntnisse zu Europa plötzlich da sind angesichts des Austritts, dann darf man dem auch nicht nur die kalte Schulter zeigen, sondern das, was Nicola Sturgeon oder auch viele der Demonstranten am Wochenende in London gesagt haben, wir wollen eigentlich, dass eure Tür auch offen ist, das zu gewährleisten. Das ist einfach Teil politischer Kunst, die es in der Europäischen Union immer gegeben hat und die verschiedene Interessen auch gleichzeitig verfolgt hat. Als größtes Problem, glaube ich, müssen wir damit umgehen, dass die europäische Politik in den großen Herausforderungen, die in den letzten Jahren stärker geworden sind, besser erkennbar werden muss. Wenn es denn so ist, dass nicht nur in Großbritannien, sondern auch in anderen Ländern Nationalisten, Neonationalisten, Anhänger einer autoritäreren und weniger liberalen Staatsform ihre Interessen, ihre Macht stärken können, indem sie Verunsicherung und Sorgen von Menschen in Zeiten, in denen auch der deutsche Finanzminister von einem Rendezvous mit der Globalisierung spricht, wenn es denn so ist, dann ist es eben wichtig, dass wir versuchen, europäische Antworten gegen die Verunsicherung und gegen die Sorgen der Menschen zu setzen. Ich bin nicht bei denen, die denken, dass das alles ganz einfach ist, aber ich halte die Europäische Union der 27 immer noch für in der Lage, in Vereinbarungen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten gerechtere Steuerpolitik zu machen, gegen Steuerflucht und gegen die Extreme des internationalen Kapitals Regeln zu setzen. Ich halte das für tatsächlich interessant, dass jetzt gerade in Großbritannien wieder die Unternehmensbesteuerung runtergesetzt werden soll. Das ist bestimmt nicht das, was kleine Leute, die in der Kampagne aufgehetzt worden sind, sich von den Brexit-Befürwortern versprochen haben.
wie wir da hinkommen, das zu machen, wie wir auch in den Ländern, die in den letzten Jahren in der Europäischen Union mehr und mehr in die Wirtschaftskrise gerutscht sind, wie wir da für Aufschwung und Perspektive sorgen. Das ist nicht unumstritten, aber da etwas gegen den Verdruss und gegen die Sorgen zu setzen, auf denen eben die Populisten und Rechten aufbauen, das ist möglich. Und ich glaube, dass es an uns liegt, darüber jetzt die Debatte zu führen. Viele Instrumente sind eigentlich diskutiert. Und man müsste meiner Meinung nach eigentlich nur noch die Reihenfolge entscheiden, in der man diese Instrumente in die Hand nimmt. Und zu der institutionellen Diskussion will ich auch gerne was sagen. Also ich bin nicht der Auffassung wie Guy Verhofstadt oder Martin Schulz, dass jetzt die Stunde der glühenden Föderalisten geschlagen hat. Ich glaube nicht, dass man die Leute jetzt mit institutionellen Reformen begeistern kann, sondern ich glaube, dass die Kunst jetzt darin besteht, dass man mit Politik überzeugt. Und wenn man mit Politik gemeinsam in der EU überzeugt, dann hat man auch die Möglichkeiten zu vertiefen, da wo es nötig ist. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt mit einer Föderalismusdebatte nicht sogar ablenkt von dem, was man dieser Verunsicherung und der Art, wie die Verunsicherung von Nationalisten abgeholt wird, was man dem entgegensetzen muss. Ja, ich kann dem wirklich zustimmen. Ich bin da auf der gleichen Wellenlänge, nicht mit irgendwelchen institutionellen Herumreparationen, wo man herumfuscht, kann man etwas erreichen. Nein, im Gegenteil. Ich denke, was mich überrascht, ist einfach, dass das Brexit-Lager jetzt auseinanderfällt, abhaut. Wir haben den Rücktritt von Nigel Farage gestern erfahren, und zwar hat er gesagt, ja, Mission accomplished. Und sein Auftrag bestand offensichtlich darin, das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union herauszuholen. Aber was mich nicht alles täuscht, ist das Vereinigte Königreich immer noch in der Europäischen Union. Und welche Gründe gab es für dieses Abhauen der Verantwortlichen? Sie möchten so schnell wie möglich vom Radarschirm verschwinden, damit man ihnen nicht die Inkohärenz mit den Versprechungen an den Kopf wirft, die sie vorgetragen haben. Da geht es zum Beispiel um die Frage der Freizügigkeit der Personen oder das Geld, das dann zur Verfügung stellen wird für das nationale Gesundheitssystem NHS. All diese Fragen, das wird für Ärger sorgen. Und dieser Ärger wird diesen Führern des Brexits entgegenschlagen, die jetzt einfach nicht mehr ihre politische Verantwortung übernehmen wollen. Und zweitens, da bin ich auch überrascht, und das ist noch wichtiger, das ist die Reaktion, und auf die hat sich Rebecca bereits bezogen. Osborne sagte zum Beispiel, wir werden ganz klar unsere Körperschaftssteuer senken. Ja, das kann ich Osborne nur viel Glück wünschen, denn ein Nachbarland ist Irland mit 12,5%, und ein kleiner Unterschied ist, dass Irland Mitglied der EU ist. Da müsste man die Körperschaftssteuer viel niedriger senken, damit es einen Ausgleich geben könnte für die britischen Unternehmen, die dann nicht mehr in der Europäischen Union wären. Wir sind davon überzeugt, dass wenn man wettbewerbsfähig sein möchte, da kann man nicht einfach nur mit Steuerfragen herumspielen. Nein, auch die Qualität der Infrastruktur muss wichtig sein, das Bildungssystem muss gut funktionieren, aber da möchte ich jetzt nicht die ganze Liste aufziehen. Aber gut. Auf der anderen Seite gibt es dann Frankreich, Belgien, die Niederlande, alle, die jetzt schon versuchen, hier die Überreste dessen an sich zu reißen, was aus dem Brexit in London entstehen könnte. Also da verteilt man schon das Geld zwischen den Mitgliedsländern und da möchte man versuchen, hier die besten Teile aus dem Kuchen in Großbritannien in London herauszuziehen und zum Beispiel nach Brüssel oder nach Paris zu bekommen. Oder Mark Rutte sagte das bereits in der letzten Ratssitzung, gab es für ihn drei Prioritäten. Die Niederlande, noch einmal die Niederlande. Das sagte Rutte. Und wenn das der Geist ist, der im Europäischen Rat
herrscht, dann befinden wir uns auf dem Holzweg. Und da kann ich Rebecca wirklich nur zustimmen. Es muss einen Willen geben. Da müssen die 27 zusammen einen gemeinsamen Schwung finden. Aber dazu muss es erst einmal den Willen geben. Und dieser Willen ist wichtig. Und wir werden zum Beispiel den Bericht des Taxa-Ausschusses annehmen, also den LuxLeaks-Bericht annehmen. Das wird morgen im Plenum der Fall sein. Und da gibt es Manöver, wo man im letzten Moment versucht, und das versuchen vor allem die Liberalen, aber vor allem auch die EVP, hier verschiedene Aspekte aus diesem Bericht herauszuholen, die wichtig sind. Und dann kann ich sagen, ja, also sag mir, was du herausstreichen möchtest, dann sage ich dir, wer hier herrscht. Also zum Beispiel zu den Audit-Unternehmen. Da möchte die EVP, dass man nichts mehr sagt. Man darf also nicht mehr sagen, das haben wir doch im Ausschuss angenommen, dass die Mitgliedsländer ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen sind, eine ernsthafte Zusammenarbeit anzustrengen. Also die Mitgliedsländer dürfen auch nicht mehr kritisiert werden. Oder die Patentboxes dürfen nicht mehr bis zum Jahr 2021 verboten werden. Das wäre ja nicht morgen, das wäre erst in 5 Jahren. Auch das darf man nicht mehr hineinschreiben. Und dann stellt man also fest, dass im Kopf dieser Fraktionen, im Geiste dieser Fraktionen es nicht nur den Willen gibt, nicht etwas zu verändern, sondern man möchte, dass sich nichts verändert. Und wir wissen, dass die Steuergerechtigkeit ein wichtiger Grund ist, weswegen die demokratischen Institutionen abgelehnt werden, weil es diese Steuergerechtigkeit nicht gibt. Und bei einigen Leuten ist der Groschen oder der Eurocent noch nicht gefallen. Und sie achten vor allem darauf, dass sich nichts verändert. Und das sind beunruhigende Signale. Das bedeutet natürlich nicht, dass das Schlimmste eintreten wird. Aber eine Sache ist offensichtlich. Das Zusammenspiel der Sterne am Himmel ist im Moment nicht sehr positiv für die europäische Zukunft. Thank you. Ja, vielen Dank. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Falls es Fragen geben sollte, bitte sagen Sie auch Ihren Namen und für welche Zeitung oder für welches Fernsehprogramm Sie arbeiten. NOS Handelsblatt aus den Niederlanden. Ich möchte gerne wissen, wie beide oder vielleicht einer von Ihnen die Kritik an Herrn Juncker erläutern könnte, dass Deutschland offensichtlich nicht glücklich ist, wie er auf das Brexit-Problem reagierte. Da ist man ein bisschen entsetzt über seinen Stil. Nicht jeder versteht seinen Stil. Ist er die richtige Person, Herr Juncker, um das europäische Projekt voranzubringen? So there are debates, huh? Da gibt es natürlich Debatten. Da gibt es Debatten auch in der deutschen Regierung. Das ist ganz offensichtlich. Da geht es um Juncker. Und da stellt sich die Frage, ob das jetzt die richtige Antwort auf Brexit war oder nicht. Ich stelle jetzt einfach fest, dass es hier ein Hauptproblem gibt. Und zwar, wenn es um Juncker geht, da geht es nicht darum, wie er reagiert hat nach dem Brexit, sondern die Frage, das Hauptproblem lautet, ist er zu sehr in der Politik beschäftigt oder macht er einfach das, was der Rat von ihm möchte? Das ist eher eine politische Spannung und diese politische Spannung hat zuvor begonnen. Und zwar schon vor dem neuen Kommissionspräsidenten. Und diese Spannung, die zeigt sich jetzt wieder. Und diese Spannung wird wieder angefeuert. Und seien wir mal ehrlich, Juncker war als Person nie ein so starker Mann, der jede Woche oder Tag für Tag ins Fitnessstudio geht. Und wir kennen ihn. Aber trotz der Tatsache, dass er nicht immer sehr stark auftritt, ist er doch sehr überzeugend, wenn er über Europa spricht. Und deswegen denke ich, dass wenn man jetzt den Versuch unternehmen würde, Juncker zu ersetzen durch einen Technokraten, wie das zuvor der Fall wäre, dann wäre das nicht gut. Dann wäre das keine Verbesserung hin zu einer besseren demokratischen Europäischen Union, dichter am europäischen Bürger. Das wäre eher ein Rückschritt. Das wäre das Europa, das wir unter Barroso und Van Rompuy kannten. Und ich möchte da nicht zurückkehren in diese Zeiten. Und da gibt es ja verschiedenste Probleme, die Personen, die Probleme mit Juncker haben. Ja, ich habe im Übrigen für Juncker gestimmt als Kommissionspräsident, das muss ich hinzufügen. Ich habe jetzt nicht für seine Kommission gestimmt, aber für seine Person habe ich getan. Aber heute würde ich das nicht mehr tun. Jetzt, nachdem ich ihn da erfahren habe. Ja, ein anderes Thema, wenn Sie das erlauben. Da geht es um die Sanktionen gegen Spanien und Portugal. Da möchte ich gerne wissen, ob Sie eine Fraktionshaltung haben. Sollte die Kommission diese Verfahren eröffnen, falls sie das tun sollte man diese Sanktionen stoppen?
ja, wie soll ich mich ausdrücken? Wir haben in der Fraktion jetzt nicht darüber gesprochen, deswegen meine persönlichen Überlegungen zu diesem Thema. Es gibt Regeln. Das europäische System ist ein System auf der Grundlage von Regeln. Wenn wir wollen, dass diese Regeln glaubwürdig sind, müssen wir sie natürlich anwenden. Und wenn man diese Regeln nicht anwendet, wie man zum Beispiel in Frankreich seit Jahren tut, dann zeigt dies, dass diese Regeln letztendlich Papiertiger sind. Vor allem aber, wenn es dann um kleine Länder geht, ja, dann ist man vielleicht weniger vorsichtig. Aber wenn man möchte, dass diese Regeln glaubwürdig sind, dann müssen sie auch wirtschaftlich Sinn ergeben. Damit möchte ich sagen, sie müssen die Situation verbessern. Aber was stellen wir fest? Diese Regeln, das ist kein Zufall, dass wir dagegen gestimmt haben, als diese Regeln angenommen wurden. Als der Sechserpakt, der Sixpakt abgenommen wurde, da haben wir für den makroökonomischen Teil gestimmt, aber gegen den Stabilitätspakt und Wachstumspakt. Und dafür gab es Gründe. Denn diese Regeln, so wie sie ausgearbeitet wurden, sind vollkommen kontraproduktiv. Man muss also in der Lage sein, als Staat eine volkswirtschaftliche Politik zu führen, die gegenzüglich, antizyklisch ist. Aber diese Regeln sind ganz deutlich prozyklisch. Dadurch wird die Situation verschärft, anstatt sie zu verbessern. Und wenn man jetzt einen solchen Dickkopf hat, um Regeln anzuwenden, die volkswirtschaftlich keinen Sinn ergeben, dann würde ich sagen, nein. Aber Achtung, Achtung, sollte man gleich sagen, wir brauchen diese Regeln nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Denn wenn es eine gemeinsame Währung gibt, brauchen wir auch gemeinsame Regeln. Aber Regeln, die Sinn ergeben. Und Sie werden von den Grünen nie hören, wir sollten die europäische Wirtschaftsregierung abschaffen oder die Governance abschaffen. Wir sagen vielmehr, das Ganze muss abgeändert werden, damit das volkswirtschaftlich Sinn ergibt, damit wir diese Regeln überhaupt anerkennen können. Ich denke, Moscovici sagte vor einigen Wochen, ich glaube, er war das, da sprach man von den Sanktionen über Spanien und Portugal. Und da sagte er, ja, das war weder wirtschaftlich noch politisch geeignet, diese Sanktionsmechanismen jetzt zu starten. Aber wenn es Regeln gibt und wenn diese politisch und wirtschaftlich nicht geeignet sind, dann sollte man vielleicht die Regeln abändern. Aber sie ist nicht abschaffen. Also keine gemeinsame Währung ohne gemeinsame Regeln. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte sehr. Catherine Fio, EU-Reporter. Das Vereinigte Königreich hat offensichtlich immer wieder Widerstand eingelegt, wenn es um Steuertransparenz ging, vor allem in Bezug auf solche Trusts. Und ich möchte jetzt gerne wissen, ob Sie da positive Signale aus dem Vereinigten Königreich sehen, beziehungsweise gibt es da positive Ergebnisse aufgrund der Tatsache, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen wird? Nun, das britische Königreich war immer wieder ein Sündenbock, wenn es darum ging, hier die Steuertransparenz anzuzweifeln. Aber es war nicht das einzige Land. Und es gab ja verschiedene Ereignisse, so Cameron und Osborne, der dann die Vorschläge unterbreitet hat, wo es auch zum Beispiel um den Geldwäschegipfel in London gab. Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt hat sich dieses Vereinigte Königreich immer als Hindernis aufgestellt, wenn es um Transparenz geht. Aber bei den öffentlichen Registern stellen wir jetzt fest, dass auch das Vereinigte Königreich sich in die richtige Richtung bewegt. Zum Beispiel, wenn es um die wirklichen wirtschaftlichen Besitzer von Treuhandunternehmen geht, da gibt es Fortschritte. Und ich denke, ja, Großbritannien hinkte hinterher, aber es ist nicht das einzige Land. Und jetzt zu den Länderberichten für Körperschaften. Da kam der härteste Widerstand von Hauptstädten aus dem Kontinent, also ich denke da an Paris und Berlin, nicht unbedingt aus dem Vereinigten Königreich, nein, schon auch aus dem Vereinigten Königreich, aber diejenigen, die am stärksten gegen diese neuen Regeln waren, waren Paris und Berlin. Und was jetzt wird jetzt geschehen, wenn jetzt London uns verlässt? Ich glaube nicht, dass die Lösung dann einfacher wird, da würde man sich etwas vormachen. Einige derjenigen, die am stärksten gegen Transparenz sind, sind Länder auf dem Kontinent. Also Benelux, das sind 3 Gründungsmitglieder mit 3 Steuerparadiesen. Any more questions? Gibt es weitere Fragen? Gut. Oui, Arnaud Bouvier. Ja, Arnaud Bouvier, RP. Herr Lambert,
zu LuxLeaks und dem Bericht. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist der Bericht für Sie zu schwach. Sie werden nicht dafür stimmen. Nein, nein, im Gegenteil, er ist hervorragend, hervorragend. Er kam aus dem Taxa-Ausschuss. Sie werden jetzt vielleicht sagen, das war den Umständen geschuldet, aber es war doch überraschend. Wir haben alle unsere Änderungsanträge durchgebracht, also zumindest 99%. Was jetzt geschieht, ist, dass die EVP und die Alte, also die Rechten in der Versammlung, versuchen, hier diesen Teil des Berichtes abzuschwächen. Vor allem die Änderungsanträge, die wir eingebracht haben, wo es um Fakten geht. Zum Beispiel werden hier an die Finanzströme aus Niederlande und aus Luxemburg genannt. Und wir haben einfach in einem Erwägungsgrund an diese Zahl erwähnt. Und wenn man das mit der Größe dieser Länder vergleicht, dann zeigt sich, dass es da einen Widerspruch gibt. Und die Tatsache, dass man auf diese Tatsachen verweist, ist schon für die EVP zu schlimm. Und das sind auch Zahlen, die in der Öffentlichkeit bekannt sind. Aber wenn man das im Bericht nennt, dann sind sie dagegen. Natürlich werden wir für den Bericht stimmen, da steht nämlich sehr viel drin. Aber was ich anklagen wollte, ist vor allem die Obsession einiger Parteien, vor allem der EVP, um so zu machen, als ob es das nicht gäbe, als ob die Steuerungerechtigkeit nicht existieren würde. Und das wollte ich doch beim Namen nennen, an den Pranger stellen. Natürlich werden wir für den Bericht stimmen, denn also dieser Bericht war wirklich sehr positiv. Sabine Hagländer, one more question. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie darüber bereits gesprochen haben. Ich kam ein bisschen zu spät zu dieser Pressekonferenz, aber Ungarn hat offensichtlich ein Referendum angekündigt, wo es um die Migrationspolitik der Europäischen Union geht. Was bedeutet das für die Europäische Union Ihrer Meinung nach? Ja, das Überraschung, dass die Regierung Viktor Orban ein Referendum zur Flüchtlingspolitik ausruft. Das ist, glaube ich, schon seit dem letzten Jahr in der Schwebe gewesen und immer wieder angedroht gewesen. Ich glaube, dass das Wichtigste eigentlich ist, als Antwort auf diese Situation und auch wegen der Erfahrungen bei der Brexit-Kampagne, dass die Europäische Union eine Flüchtlingspolitik vorlegt, die von möglichst vielen Staaten getragen wird und die darauf zielt, dass man mehr Menschen in der Europäischen Union Schutz bietet. Das findet ja kaum noch statt. Und dass man mehr Schutz auch außerhalb der Europäischen Union in den Nachbarländern und Krisenländern gewährleistet und dass man diese Politik verbindet mit einer Antwort auf die Schutzbedürfnisse der Bürger in der Europäischen Union. Das ist, glaube ich, etwas, wo man auch, wenn man sich jetzt die Reihe der Attentate und die Eskalation des Terrorismus alleine mal anguckt, darauf kann man nicht mit Schulterzucken reagieren, sondern das muss zusammengebunden werden. Und auch da finde ich, dass die Europäische Kommission nicht das Problem ist. Da ist nicht Juncker das Problem. Die haben die richtigen Antworten sogar auch mit Maßen gegeben. Blockiert wird es in einigen Mitgliedstaaten. Und da steht eben die Entscheidung an, mit welchen Mitgliedstaaten nimmt man die Methode der verstärkten Zusammenarbeit in Angriff und mit welchen Mitgliedstaaten öffnet man eine bessere Zukunft für eine überzeugende und unseren Stärken angemessene Flüchtlingspolitik. Any further questions? Gibt es weitere Fragen? Ich sehe jetzt keine weiteren. Gut. Good.